Herzlich willkommen. Es ist der 29. Spieltag der FC Ingolstadt auf Platz 4. Das sind wir. Empfängt den BVB 2 auf Platz 19. Die Rollen sind klar verteilt. Wir wollen da oben rein, die wollen da unten raus. Aber die Favoritenrolle liegt bei uns, das ist doch klar. So, schneller Blick auf die Aufstellung. Es spielt Bischof im offensiven Mittelfeld, der ist neu. Kostli ersetzt Franke auf links. Einfach ein bisschen, wie sagt man so schön, Belastungssteuerung. So, das ist Mokoko. Wir haben uns vorgenommen, Dampf zu machen. Direkt von Anfang an, hoppala. Aber nicht in der Form, dass wir den Ball verlieren. Mokoko ist dabei. So, da ist aber keiner. Dann nehmen wir den mit und nehmen den mit. Und wenn wir dann in die Mitte spielen, aha, bleibt da hängen am Torwart. Aber wir haben den Ball wieder. Und suchen ein bisschen Platz, finden Platz bei Agu. Hoppala. Hopp. Der geht durch die Mitte und dann ist er frei. Nein, scheitert schon wieder Bischof. Ja, was ist denn da los? Gute Chance. Und mit der Ecke wollen wir noch eine. Nein, der geht am Torwart. Das war Testrot. Wir geben Dampf, wie versprochen. Haben den Ball schon wieder. Finden da eine Lücke. Dadurch. Guck mal. Das war schön gespielt. Und zum dritten ist es Bischof und macht ihn rein. 1:0. Ein Fleißkärtchen für die Vorlage. Das war... Wer war das denn? Stiller oder Nürnberger? Ich hab's nicht gesehen. Guck mal nochmal hin. Das war mit dem Hackentrick schön gespielt. Stiller. Ja, hat damit quasi die Abwehr auseinandergenommen. Und Bischof, der Youngster, 17, vielleicht ist er inzwischen 18, das könnten wir mal nachgucken, ist wieder da und macht seine Tore. Sehr schön. 1:0. Ball geholt? Nein, Ball nicht geholt. Aber hier. Da müsste doch eigentlich Platz sein. Nürnberger. Nehmen wir nochmal Bischof mit. Hinten raus. Jetzt aber, komm, schieß einfach. Den kriegt Mokoko nicht. Bleib dran, Junge, bleib dran. So, und der Rest ziehe sich bitte zurück. Hoppala. Dortmund schafft es nach vorne. Wird geblockt. Nein, kommt noch weiter ran. So, Kostli. Der hat den Ball. Haben wir da etwa Platz? Sollten wir vielleicht mal laufen? Nein, da ziehen wir zurück. Und gehen über Bischof. Der hat Platz. Wird da ein bisschen nur angegriffen. Alibi-mäßiges Gezupfe. Ball in die Mitte und es steht nicht 2:0. Den habe ich drin gesehen. Aber der geht knapp vorbei. Hinten an die dämliche Stange. Schade. Das war Testrot nach 19 Minuten. Kriegen wir den Kopfball? Ja, haben wir. Der steht doch schon im Abseits, den musst du direkt durchlassen. Nicht erst noch so einen Pillepalle machen. Bei den anderen geht's auch immer schnell. So lange, bis da ein Pfeifer rumsteht. Da kriegt der Dortmund den Ball quasi in meinem Gegner, in meinem Verteidiger drin. Aber kommt zum Glück nicht erfolgreich zum Abschluss. Und wir haben den Ball wieder. Das ist Pfeiffer, der muss jetzt nicht unbedingt so nach vorne stürmen. Der ist nämlich Innenverteidiger. Dann nehmen wir doch lieber da den mit. Das ist Amin. Er hat ein bisschen Platz. Das ist Testrot. Es steht 2:0, 27 Minuten. Das gefällt mir. Oh, der geht ja direkt zu mir.
Guck mal, es steht 3:0. Es war kein Abseits. Habe ich eine Sekunde lang schreckhaft oben auf die Anzeige geguckt. Aber wenn da die 3 kommt, dann heißt es, der Linienrichter hat gepennt. Oder wir haben es gut gemacht. Ja, war so eine Art gleiche Höhe. So, also das sieht gut aus. Nach knapp einer halben Stunde haben wir die Positionen hier klar verteilt. 3:0 für den Tabellenvierten gegen Tabellenplatz 19. Was interessiert mich der Abstiegskampf der anderen, wenn wir hier, hoppala, schon wieder den Ball bekommen? Da brechen wir mal ab. Aber nein, was war das denn? Nürnberger zum Einwurf. Das war ein Schuss, ja. Tatsächlich. Wir haben 73% Ballbesitz. Wenn das mal nicht eine überzeugende Statistik ist. So, Dortmund. Aua, schießen mich schon wieder an. Was ist denn da los? Und mit Nürnberger in der Mitte. Können wir nochmal einen Doppelpass spielen? Ach, guck mal, wird das einfach. Es steht 4:0, 35 Minuten gespielt. Ritze, ratze, ritze, ratze. Drin ist das Ding. Schön. Ein paar Rot-Schwarze freuen sich. Ein paar Gelb-Schwarze gucken, als würde es regnen. Pass, Pass, Pass. Hörchen. Nürnberger. Also das habe ich nicht erwartet. Aber Sache natürlich auch nicht nein. Jetzt müssen wir nur ein bisschen aufpassen. Und Coco schon wieder. Wen nimmt der denn jetzt mal mit? Oh, der war abseits. Nein, war er nicht. Da rutscht er dran vorbei. So, hintenrum. Schön aufbauen. Guck mal, die haben alle Platz ohne Ende. Ah, das war dann zu verspielt. Da darf ich jetzt auch nicht klein klein machen, ne? Aufpassen, Dortmund kommt. Sehr schön. Spielen wir hintenrum. Außenrum sozusagen. Guck mal, der ist ja schon wieder ganz alleine. Aber wird geblockt. Den hat er falsch angenommen. Oder ich habe mich falsch positioniert. 4:0 steht es zur Halbzeit. Ja, aber geht doch. Was sagt man dazu? Die Statistiker wälzen ganz schnell einmal. Was war denn unser höchster Sieg bis jetzt? Wir haben das Hinspiel übrigens 5:2 gewonnen gegen den BVB 2. Ansonsten haben wir ein 4:0 gegen Elversberg. 3:0 haben wir schon mal gewonnen. Mal sehen, was noch geht. Und vor allem, ne, ich mahne nochmal, nicht übermütig werden. Aber wenn im Stand von 4:0 dürfen Spieler ran wie Sivea und Flick. Die haben schon eine Weile nicht mehr gespielt. Und dann haben wir nachher auch noch einen bestimmten Plätzchen im Kader für Pečinović, der junge 19-jährige Stürmer, der immer noch so ein bisschen beweisen muss, dass er nächstes Jahr hier auch noch spielen darf. Weil als Bankdrücker brauche ich ihn jetzt, also beziehungsweise verliert er sein Potenzial, was ihn ja so ein bisschen auszeichnet. Und das wollen wir eigentlich vermeiden. Aber er ist noch geliehen mit Kaufoption. Wir haben noch alle Optionen und können uns das überlegen. Während wir hier, oh, einen Fehlpass spielen. Amin. Amin zum zweiten Fehlpass. Und dann geht so ein Ding rein. Heilige Güte. Ach, da ist doch der Torwart einfach dran vorbeigeflogen. Guckt euch mal bitte gerade die Torwartleiste. Oh, Hyper Motion. Ja, das war ein Bombenschuss. Nee, der war nicht besonders platziert. Der war nicht besonders feste. Aber gut, sowas gibt's manchmal. Haben wir uns etwa wieder einlullen lassen? Ja, haben wir. Denn wir spielen ganz einfache Fehlpässe auf einmal.
Amin. Bischof ist vorbeigegrätscht. Kriegt er dafür gelb? Ja. Dabei war das tatsächlich einfach nur ein ganz normales zum Ball gehen. Nicht mal eine Grätsche in dem Sinne, dass ich den Knopf dafür gedrückt hätte. Aber gut. Sah mir nachvollziehbar aus. Oh oh, da ist wieder einer frei. Da ist Bischof. Er hat wieder Platz. Ah, spielt den Ball in die Füße vom Gegner. Das ist dann auch manchmal wirklich zu überhastet. Flick holt sich den Ball. Sehr schön. Das war mal ein interessanter Ball, aber der kommt an. Ich sag mal so, der zählt 5:1 durch Testrot. 62. Minute. Ich gucke mir selber nochmal gerne die Wiederholung an. Also wir haben da reingespielt. Da haben wir Glück, dass er durchkommt. Von Flick auf Testrot. Und der hat damit sein Soll für heute eigentlich auch erfüllt. So, und weil ich gelbe Karten nicht so gerne mag. Appelkamp. 2 super Spieler. Also Testrot hat gut gespielt, Bischof hat gut gespielt. Wir haben 60 Minuten rum, es steht 5:1. Kann so bleiben. Aber wir gucken mal, was noch geht. Sehr schön verteidigt. Amin. Und wir spielen direkt raus wieder. Mal gucken, wo der Platz ist. Ein paar Doppelpässchen später sind wir tatsächlich tief in die gegnerische Hälfte gekommen. Gucken mal, dass wir da Mokoko noch mitnehmen. Flick. 6:1. Läuft doch. Ich glaube, wir haben eh schon alle Wechsel durch. Deswegen spielen wir einfach so weiter und freuen uns, dass es doch nach einem überzeugenden Spiel aussieht. Da ist der Ball schon wieder. Da müssen wir gar nicht viel machen. Schöner Hackentrick, aber dann zu weit vorgelegt. Schade. Jetzt darf Dortmund nochmal kommen. Aber da kommt kein Ball mehr an. Die sind gebrochen. Noch ein schicker Hackentrick und noch ein Fehlpass. Also, das hat System bei uns. Koko. Glück gehabt. Amin. 7:1. Ja, guten Tag. Da rasten alle aus. Jeder darf mal heute. Hab schon gedacht, der legt sich den da viel zu weit weg. Hätte auch selber machen können. Aber er sieht Amin, spielt rüber. Törchen. Also 7:1 steht es. Das ist die Reaktion, die wir gebraucht haben. Ist doch klar. Geht weiter. Nee, Einwurf für Dortmund. Hopp.
da eingeflogen. Ja, wir können mal kontern, ne? Vucinovic ist da alleine. Nimmt Amin mit. Guck mal, der hat Platz. Ist der schneller? Ja. Oh, nee, den hat sich falsch vorgelegt. Schade. Appelkamp bringt den Torwart so ein bisschen in Bedrängnis. Und wir gucken, dass wir den Kopfball kriegen. Wir kriegen nämlich viele Kopfbälle, das habe ich aber schon mal erwähnt. Ziehen wir? Nein. Na, guck mal, einen Wechsel können wir noch. Ja, das machen wir auch. Nee. Rote darf. Der braucht auch noch ein bisschen Spielpraxis. Amin hat heute super gespielt. Dem hätte ich jetzt auch die Pause gönnen können. Aber da habe ich lieber Spielpraxis für Rote, da ist er mit dem Kopfball. Als für den Bech, der durchaus auch seine Spiele gemacht hat. Oh, guck mal hier. Abseits, schade. Das ist Pejinovic. Ja, war er schon drüber. Ja. Der Dortmunder heißt Pudel. Da ist wieder Amin. Da steht wieder einer. Nein, diesmal kommt Moukoko nicht mehr ran. Also, fragen wir uns, was der höchste Sieg war. Es war ein 7:1 am 29. Spieltag gegen den BVB 2. Und es gibt uns richtig Rückenwind für die nächsten Spiele. Wir freuen uns. Wenn wir die Statistik sehen, 14:4 Torschüsse, haben ungefähr doppelt so viele erfolgreiche Pässe. Und Zweikämpfe haben sowieso immer so viele, weil ich so dämlich in der Gegend rumgrätsche. Also, alles gut.